Zwischen den Sternbildern Schwan und Leier befindet sich ein sonnenähnlicher Stern mit dem Namen Kepler 22. Der Stern hat etwa eine Sonnenmasse und auch etwa einen Sonnenradius. Und da wurde schon bereits ein Exoplanet bekannt, Kepler 22b. Der befindet sich in der bewohnbaren Zone und das ermöglicht wiederum erdähnliche Temperaturen. Dieser Planet wurde mit Hilfe des Weltraumteleskops Kepler entdeckt. Der Planet ist etwa 30.000 Kilometer groß und hat um die 30 Erdmassen. Aber aufgrund seiner Größe ist die Zusammensetzung unklar. Es könnte ein Gesteinsplanet sein, Ozeanplanet sein, aber es könnte auch ein Gasplanet sein. Auch über die eventuell vorhandene Atmosphäre des Planeten ist nichts bekannt. Ciao.